Gott und mir. Ich bin Gott und mir ist nicht das. Guck mal hier mit dem Ding hier herum. Ja, das ist auch der Grund, warum wir momentan so wenig posten, weil die beiden sind wo? Im Pool. Im Pool. Im Pool. Jo, Daniel, was gibt's Neues? Turniere. Turniere! Ja, wir kommen gerade frisch zurück aus Bob Park. Da waren wir letztes Wochenende. War ziemlich geil, außer dass ich total abgelost habe. Daniel nicht. Daniel, was hast du gemacht? Lass mal rein. Mit einer Spaßliste. Ja, was hab ich gemacht? Du hast sogar 11-12. Aber hast du auch einen Preis bekommen? Ich hab einen Preis bekommen, ja! Danke Thomas fürs Ausrichten von dem Turnier. War ein klasse Termin. Komm auf jeden Fall wieder hin. Was wollen wir erzählen? Daniel, welche Turniere stehen an? Ja, also Mai haben wir jetzt abgeschlossen. Da waren auch einige Turniere. Jetzt kommen wir zum Juli. Juli. Also zum Turnier in Bremerhaven. Bremerhaven! Zum Festival kommen wir. Bremerhaven. 20. 21. ist es, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Ja, morgen geht das Video online. Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Das ist dann quasi in drei Wochen. Ne, zwei Wochen, oder? Zwei Wochen ist das, ja, zwei Wochen. Da sind auch noch ein paar Plätze frei. Ich glaube, die Busch haben jetzt 20 von 30 möglichen Startplätzen voll. Genau. Und es wäre geil, wenn sich noch ein paar Leute anmelden würden, weil das wird sicher super. Wir kommen. Du sagst, bist natürlich nicht dabei. Daniel, bist du nicht dabei? Meine Freundin hat eine Firmenfeier. Eine Firmenfeier. Ich hätte mich dafür losgeeilt von der Firmenfeier, aber das ist halt der Daniel, der vorher versprochen. Freundin. Ja, und ich bin dabei, der Timo kommt auch, Marcel ist da, Stefan, also wir sind mit einem ganzen Haufen Leute und natürlich die Organisatoren Steve und Dennis. Die hauen mich da einfach. Ich habe keine Gegenschläge, es fließt. Jedenfalls wird auf jeden Fall ein geiles Wochenende. Meldet euch an, es wird eine coole Sache. Jo, was kommt dann als nächstes, Daniel? Also erst noch das Teamturnier in Aachen. Das Teamturnier in Aachen? Ja. Ja. Was gibt es vom Teamturnier in Aachen zu sagen? Ja, Marcel hat festgestellt, Teamturniere machen Spaß und wird deswegen ein zweites in Aachen machen. Genau. Und dieses Turnier Teamturnier in Aachen. Ich bin total abgelenkt von meiner Luftfahrtkasse hier. Dieses Teamturnier in Aachen. Was? Von dem Reittier. Von meinem Reittier, ja. Dieses Teamturnier in Aachen findet zwei Wochen vor der deutschen Meisterschaft statt. Ja, richtig. Hier, genau. Ja. Das ist auch ganz spontan ausgeschrieben, deswegen sind fast alle Plätze verfügbar. Das Geile an der Sache ist, es sind 700 Punkte und man kann auch mit einer Armeeliste antreten. Das finde ich auch ganz cool eigentlich. Das heißt, man kann schon seine Turnierliste für die deutsche Meisterschaft testen. Richtig. Deutsche Meisterschaft, das Stichwort. Kann ich erzählen was dazu? Was ist der Status? Du bist der Organisator. Oh, das ist der Status. Wir haben schon, ich glaube, mittlerweile auf T3 49 Anmeldungen, genau. Aber das heißt nicht, dass es diese sind. Weil wir ja gerade hier schön im Pool liegen und keine Zeit haben, auf T3 zu aktualisieren, sind natürlich schon deutlich mehr Anmeldungen da. Ich würde sowas schätzen zwischen 52 und 54. Das heißt, nur noch 6 bis 8 Plätze da, schnell anmelden, die letzten Plätze noch zu haben. Seid dabei, es wird ein richtig geiler Tag. Wir sind schon fleißig organisieren, es gibt richtig coole Preise. Was, 2 Tage? Du sagst, es wird ein richtig geiler Tag. Ah ja, es wird natürlich 2 Tage geil. Das ist natürlich 2 Tage zu mir. Und ich. Ja, kommt vorbei und vom Olli halt auf die Schnauze bekommen. Oder dem Olli einfach auf die Schnauze zu geben, genau. Das ist möglich. Das will ich sehen. Auf jeden Fall, bist du auf jeden Fall dabei. Ja, nee, ganz geiles Wochenende, finde ich total klasse, dass der Daniel und der Timo das organisieren. Vielen Dank dafür an der Stelle auch. Und wir sind ja gerade groß in der Vorbereitung für das Ganze. Und ganz wichtige Sache ist, ihr könnt euch noch anmelden. Wir haben jetzt 65, glaube ich, Voranmeldungen auf T3. Ja. Bei uns regiert das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Eine Voranmeldung allein ist nicht ausreichend. Ihr könnt euch jederzeit, der Daniel spielt hier, eine Voranmeldung allein ist nicht ausreichend. Der Platz ist erst gesichert, wenn die Zahlung beim Daniel eingetroffen ist. Das heißt, wer jetzt spontan sagt, ich bin dabei, bin aber noch nicht vorangemeldet, überhaupt kein Problem. Wer nicht rechtzeitig zahlt, den bestraft das Leben und der ist nicht dabei. Ja, ich zieh dran. Jo, Daniel, was gibt's sonst noch? Ja. Der Daniel ist schon braun geworden. Ja, seht ja, ihr das am Video? Ich hoffe. Ich bin im Pool. Ja, nee, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zeiten, die da kommen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr zum Turnier kommt, sowohl in Bremerhaven als auch in Aachen als auch in Hahn. Und ich kann euch jetzt schon sagen, was planen wir bereits, Daniel? Das nächste Turnier. Wir planen das nächste Turnier. Wir haben ein paar verrückte Ideen, nicht? Richtig. Richtig gute. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Ja, man muss dazu sagen, Credit goes to Steve. Also, war nicht unsere Idee,
von der Stefan Korfmacher hat die Idee gehabt, das so zu machen. Und ich bin sehr gespannt, wie euch das gefallen wird. Ich weiß, Timo beschwert sich jetzt schon, weil er spielt ja bei dem Turnier. Und naja, das könnte schief gehen. Ja. So, und jetzt sind wir am Ende des Videos. Was bist du denn am Ende des Videos? Am Ende des Videos? Hier, Daniel! Also ich bin dran noch, oder? Bam! Einen wunderschönen Tag euch noch! Wir haben auf jeden Fall schön. Ja. Bis bald, ciao!